Ich sichere mir, während ich hier das Podium schon einleite, mal schon ein kleines Plätzchen, von dem aus ich dann schauen kann, ob Sie sich gerne einbringen wollen in die Diskussion, und möchte gerne unseren ersten Gast heute Abend vorstellen. Gabriele Riedmann de Trinidad ist nämlich bei uns, und das ist ihr Applaus. Digitalisierung, freie Platzwahl, Frau Riedmann de Trinidad. Sie sagen, Digitalisierung ist Ihr Lebensthema. Wir haben natürlich vor der Veranstaltung auch gesprochen, und Sie haben das in vielen, vielen Tätigkeiten, in vielen Branchen, in vielen Ländern gezeigt, und Sie werden uns sicher gleich auch ein bisschen was erzählen, was Sie auch als Gründerin zu diesem Thema zu sagen haben. Sie betreiben nämlich eine Plattform, 3L heißt die, für lebenslanges Lernen, und Sie sind auch noch Vorsitzende des Hochschulrates der Hochschule Ruhr-West. Also nochmal herzlich willkommen, dass Sie heute bei uns sind. Das Dankeschön. Ist Ihr Applaus. Dr. Kurt Bettenhausen ist seit 7 Jahren in den USA, und das ist sein Applaus, und er leitet die Konzernforschung bei einem ganz kleinen Unternehmen, nämlich von Siemens. Und er ist außerdem noch der Vorsitzende des VDI-Gremiums Digitale Transformation, das sozusagen auch das Ziel hat, eben die Transformation zu begleiten und vor allen Dingen auch mitzugestalten. Wir sind ganz gespannt auf Ihre Gedanken und auch auf Ihren internationalen Blick nochmal, denn Sie haben es ja mit sehr großen internationalen Teams zu tun, und da wird der deutsche Ingenieur nochmal ganz anders auf die Probe gestellt. Nochmal einen dicken Applaus, dass er bei uns ist. Thomas Kerstan darf ich begrüßen, meinen Kollegen von der Zeit, von Zeit Campus, und er ist von Haus aus Informatiker, und ich freue mich sehr, dass ein so erfahrener Bildungs- und Hochschuljournalist bei uns ist. Er hat über viele, viele Jahre alle Entwicklungen rund um Bologna und Co. mitgestaltet, und die Ingenieure sind ihm auch ganz wichtig. Auch das ist nochmal ein doppelter Applaus. Und Professor Kreulich, Klaus mit Vornamen, ist bei uns, der Vizepräsident für Innovation und Qualität in der wissenschaftlichen Lehre der Hochschule München. Und er ist auch ein Mitverfasser dieses Papiers. Und allen, die dieses Papier verfassen, Herr Kreulich und Ihnen zusammen, geben wir den größten Applaus heute Abend mal. Ich hatte jetzt keinen Applausometer dabei, aber es war, glaube ich, ganz nah dran, außer dem Technikapplaus für Herrn Simon vorhin. Herr Apel hat ja vorhin in seiner Eröffnungsrede sehr, sehr deutlich auch nochmal gesagt, also die Ingenieurausbildung in Deutschland, auf die können wir stolz sein, darauf sollten wir stolz sein, aber nichts ist so gut, dass man es nicht noch besser machen könnte. Deswegen würde ich vorschlagen, hier in der Runde mal schnell eine kleine Schnellrunde zu machen und mal zu hören, wie Sie dieses Papier eigentlich empfinden. Finden Sie es wichtig und richtig, dass jetzt mit einem Papier in die Öffentlichkeit gegangen wird, um eben auch das Thema mal anzusprechen, und vielleicht einen Satz als Argument dafür? Frau Riedmann de Trinidad, wollen Sie beginnen? Gerne. Ich glaube, bei dem Thema Fachlich sind wir wahrscheinlich alle d'accord, dass wir wirklich eine wunderbare Ausbildung haben. Ich bin selbst auch Elektrotechnik-Ingenieur, also von daher. Aber ich glaube, was wir tatsächlich benötigen, und das ist auch mein Thema, und das ist auch das, was mich mein ganzes Leben lang begleitet hat in der Digitalisierung, in 25 Jahren in der Industrie, auch in so kleinen Unternehmen wie Siemens, es ist eben mehr als einfach nur fachliche Ausbildung. Wir müssen Methodenkompetenzen schulen, und es geht vor allem auch um persönliche Kompetenzen, damit wir das Ganze hinbekommen. Und deswegen finde ich das total richtig und total wichtig, dass wir mit diesem Papier starten. Vielen Dank. Ja, die Krux liegt ja mal darin, dass das gesprochene Wort in dem Moment schon weg ist, wo es hier so rausgegangen ist. Das kann zwar viele Impulse verbreiten, aber es zwingt uns alle nicht dazu, mal richtig darüber nachzudenken, wie wenn wir etwas auf Papier bringen. Und dieses Durchdenken in einem Reifegrad, der dazu geführt hat, dass man es auch jemand anderem zur Diskussionsgrundlage vorlegen kann, ich finde, das alleine ist dieses Stück Papier schon wert. Es ist ja auch elektronisch verfügbar, nicht nur digital transformiert, sondern auch zur Diskussion offen, und da freue ich mich drauf.
Ja, ich war gestern Abend auf dem Schulelternratsabend. Und das hat mich überlebt. Ich habe es überlebt und ich war doch ein bisschen geschockt. Da sitzen ja auch, ich wohne in Cuxhaven, aber wir haben auch ein Siemens-Werk, sitzen auch Ingenieure, Physiker und so weiter im Elternrat. Und es waren sich alle außer mir einig darüber, dass es toll ist, dass im Unterricht erst so spät mit Tablets und Computern gearbeitet wird, weil man muss unsere Kinder sozusagen lange vor diesen Sachen schützen. Und mein Bild ist schon, also ich bin kein blinder Technik-Euphoriker, aber ich finde, unser Land hat schon massiven Nachholbedarf bei dem Thema und auch die sehr guten deutschen Ingenieure. Ja, die Frage war, ist es sinnvoll, dass dieses Papier erstellt wurde? Ich bin Physiker und auch Ingenieur und als Ingenieur bin ich natürlich sehr pragmatisch und mache nur Dinge, die tatsächlich erforderlich sind. Ja, dieses Papier war erforderlich. Es war erforderlich, um in Hochschulen die Diskussion in Gang zu bringen, um in Hochschulen ein Augenmerk darauf zu richten, dass das Ingenieurwesen tatsächlich ein bisschen tradiert ist und vielleicht mal modernisiert werden muss. Und was sicherlich allein schon dazu beigetragen hat, ist, dass nicht nur ich, sondern auch einige andere Hochschulvertreter an dem Papier mitgewirkt haben und dadurch die Diskussion schon in die Hochschulen hineingetragen wurde. Denn ich habe ja von diesem Steinchen gesprochen, das heute wirklich vielleicht auch als dicker Felsbrocken ins Wasser geworfen wird. Schauen wir mal, was daraus entsteht. Auf jeden Fall ist es ja wichtig, dass irgendeiner mal anfängt und Dinge formuliert und so wie Herr Bettenhausen sagte, das vielleicht auch noch mal zu Papier bringt, damit man sich daran auch mal abarbeiten kann. Sie haben ja bewusst auch gesagt, das ist ein Diskussionspapier, das ist jetzt nicht eins, wo man sagt, das sind die 10 Punkte und die müssen umgesetzt werden. Es gibt 2 oder 3 Dinge, die auf jeden Fall schon in den Keynotes sehr deutlich geworden sind, was die zukünftigen Skills angeht, die wir brauchen, die wir sozusagen in die Ingenieurausbildung einfließen lassen müssen und sollten. Herr Spart hat ja vorhin von einem T gesprochen, das finde ich ein sehr schönes Bild, also Tiefgang und trotzdem noch was oben drüber. Herr Bettenhausen, mögen Sie noch mal das Beispiel erzählen? Wir haben 2 Mikrofone, also Sie könnten sich das teilen und wir teilen uns das hier, dann ist es gerecht. Das kriegen wir hin, wir kommunizieren auch. Wunderbar, so muss sein. Sie haben mir in unserem Vorgespräch ein Beispiel erzählt, was mir noch sehr im Kopf geblieben ist, von einem jungen Ingenieur, den Sie kennengelernt haben in einem Vorstellungsgespräch. Und der sie ziemlich platt gemacht hat über sozusagen seine Anforderungen, die er hatte. Sagen Sie uns, wie Sie den deutschen Ingenieur sozusagen als Absolventen erleben im Moment? Ich habe, nur um das nochmal so als Referenz zu sagen, jetzt seit 7 Jahren, ziemlich genau 7 Jahren, Ende des Monats, das Vergnügen, in den USA arbeiten zu dürfen. Und in dieser Zeit bis zu 34 verschiedene Nationalitäten in meiner Forschungsmannschaft. Also da ist schon mal so ein Referenzvergleich da. Und eines der interessantesten Beispiele noch aus meiner deutschen Zeit, bevor ich rübergegangen bin, war ein junger Studierender kurz vor seinem Abschluss, der mich zum Ende seines Vorstellungsgespräches tatsächlich gefragt hat, als seine wichtigste Frage, wie ich gedenke, seine Work-Life-Balance im Alter von 35 Jahren sicherzustellen. Das war für mich eine interessante Frage. Wir haben dann auch irgendwie gemeinsam den Entschluss gefasst, dass er nicht so richtig ins Team passt. Weil das für mich etwas signalisiert hat, was ich persönlich nicht verstehen kann. Und wir hatten es vorhin vom Herrn Simon, wir hatten es auch beim Herrn Spart so ein bisschen anklingen. Ich persönlich laufe Langstrecke. Noch jemand hier, der so ein bisschen längere Strecken mal gelegentlich zu Fuß? Ja? Danke. Heute sind wir alle Langstrecke gelaufen. Ja, das passt auf jeden Fall. Also das ist eine Sportart, die tut auch irgendwann mal weh. Und da muss man einfach über einen gewissen Punkt drüber kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass man das immer mal wieder tun muss, um auch erleben zu können, dass man drüber gekommen ist. Und dieser unbedingte Leistungswille, der damit verbunden ist, auch mal an die eigenen Grenzen zu gehen in einem gesunden Maß, den kann ich im internationalen Vergleich derzeit nicht so unbedingt in Deutschland feststellen. Ich möchte das ungern pauschalisieren, im Sinne, das sind jetzt wirklich alle. Ich werde im Moment auch ein bisschen dadurch bestärkt, dass mein Sohn gerade entschieden hat, sich in Deutschland zu studieren. Also der ist zurückgekommen. Und was der über seine Kommilitonen erzählt, ist schon interessant.
Das können wir aber nachher mal beim Glas Wasser beim Gläschen Wein, genau. Da gibt es ja sicher auch Unterschiede, aber ich wollte auf Folgendes hinaus. Dadurch, dass Sie ja diese internationalen Teams haben, können Sie ja auch sehen, wie innerhalb der der einzelnen Nationen vielleicht auch Wettbewerbsgedanken über Ausbildung, über die Qualität der Absolventen sich dann auch zeigen. Deswegen habe ich gedacht, wir erzählen dieses Beispiel mal. Wir haben ja einige Skills schon genannt, also interdisziplinäre Arbeiten, das Lernen im Team war vorhin unbedingt genannt worden. Dann war davon die Rede, das hatte Herr Simon noch gesagt, das ist mir so stark im Kopf geblieben, wir brauchen unbedingt mehr Zeit für Innovation. Frau Riedmann de Trinidad, das ist eine Sache, wo Sie sagen, ja, da haben wir in den letzten Jahren nicht so drauf geachtet, Zeit für Innovation zu haben, wir haben immer auf Effizienz geguckt. Zu stark. Das ist tatsächlich so, wenn wir uns wirklich die letzten Gesamtheit der industriellen Revolution angeguckt haben, dann haben wir dummerweise fast alle unsere Innovationen dafür verwendet, um einfach immer wieder produktiver zu werden und immer an der Bottomline zu arbeiten. Und das hat uns eigentlich dazu gebracht, dass wir immer wieder in diese Preisspirale und Kampfspirale gekommen sind und haben eigentlich nicht dieses tolle Wissen, das wir auch aus den Hochschulen bekommen, genutzt, um innovativer zu werden, um an der Topline zu arbeiten, um zu gucken, was brauchen denn unsere Kunden, um sich in den Kunden hineinzuversetzen. Und wenn wir uns angucken, warum es heute so große Plattformen gibt, die haben meistens ein Kundenproblem gelöst. Ja? Also wenn ich zum Beispiel mal Uber zeigen will, weil wir hatten vorher die Diskussion, Uber hat nicht gesagt, wir wollen hier alle Taxen platt machen, sondern die haben gesagt, was sind denn die Kopfschmerzen? Das sind schmutzige Autos, das sind irgendwie stinkende Fahrer, die einen irgendwie um fünf Ecken fahren und dann kann ich keine Kreditkarte nehmen. Das heißt, ich möchte eigentlich ein Problem lösen von Kunden, dass das Ergebnis immer schön ein schönes Ergebnis ist. Und das heißt, aber ich gucke mir eigentlich erst ein Problem an und überlege mir dann, welche Technologie dafür einzusetzen ist. Und das ist eigentlich total wichtig. Und ich habe ja, bevor ich mein Unternehmen gegründet habe, habe ich den Innovationsbereich für die Metro aufgebaut. Und da kann ich auch noch so eine kleine Anekdote bringen, weil die haben sich damals schon alle gefreut, dass die neue Innovationschefin kommt. Und hatten mir so eine Riesenliste an Technologien schon mal vorgelegt, die sie alle testen wollen. Und dann habe ich gesagt, das ist ja wunderbar. Ich habe gesagt, dann guckt jetzt mal bei jeder Technologie, die ihr testen wollt, welchen Prozess wir bei uns dadurch verbessern können oder welches neue Kundenerlebnis wir schaffen können. Da blieb nicht viel übrig. Das war sicher für Sie ein schwieriger Moment, oder? Ja, die Skills der Zukunft, Herr Kreulich, Sie haben in dem Papier so einiges auch durchblicken lassen. Nehmen Sie uns doch noch mal mit in das Papier. Was sind aus Ihrer Sicht die Skills der Zukunft, die jetzt ja noch mal stärker vielleicht getriggert werden müssten, auch an den Hochschulen stärker herausgearbeitet werden müssen? Ja, wir haben in den Vorträgen schon einiges gehört und ich möchte jetzt gerne einfach mal differenzieren zwischen den fachlichen Skills und den nicht fachlichen Skills und bei den fachlichen vielleicht auch noch mal ein klein wenig ausholen, noch mal reflektieren, was steckt denn jetzt eigentlich hinter der digitalen Transformation, und wir kommen da ganz schnell zurück auf das Thema Informatik, das ist der Begriff fiel natürlich heute schon mehrfach. Und bei der Informatik können wir weiter differenzieren und kommen zu dem wichtigen Thema Data Sciences. Das wurde von Herrn Simon stark betont. Wir kommen aber auch zu der KI, die in aller Munde ist. Da sind wir uns alle darüber bewusst, dass das Dinge sind, die jetzt kommen müssen. Was oft auch diskutiert wird, ist einfach die schlichte Frage, müssen jetzt alle Studierenden programmieren lernen? Dazu die einfache Antwort, es schadet nicht, programmieren zu können. Aber ich persönlich und auch viele, die an dem Papier mitgearbeitet haben, gehen nicht davon aus, dass wir jetzt Programmierer ausbilden müssen. Und vielleicht dazu auch noch eine ganz persönliche Einschätzung. Ingenieure, Studierende, die sich für das Ingenieurstudium entschieden haben, sind per se sehr informatikaffin. Ich mache mir da gar nicht so viele Sorgen, dass wir bei den Ingenieuren diese Thematik nachschulen müssten. Ich bin mir im Gegenteil sogar sehr, sehr sicher, dass sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden ein großes Interesse an diesen Themen haben und sie, ohne dass wir viel dazu tun, in die Curricula einbauen, und sie sind da auch längst. Es passiert viel in diesem fachlichen Kontext.
Wo ich mir viel mehr Gedanken zu mache, ist das Nichtfachliche. Was geschieht dort eigentlich? Und da hat Herr Appel eine schöne Vision gezeichnet, was der Ingenieur der Zukunft eigentlich, was von dem verlangt wird, was der sein soll. Perspektive Ingenieurin, richtig. Wir haben mittlerweile einige. Zum Glück. Ja. Die Perspektive, die aufgezeigt wurde, war, dass Ingenieure und Ingenieurinnen in Zukunft Verantwortung übernehmen sollen in der Gesellschaft. Verantwortung für Innovation, Verantwortung für Gestaltung. Ein Produkt wird nicht nur technisch gesehen, sondern ein Produkt wird in seiner Wirkung, in seinem Nutzen für die Gesellschaft gesehen. Und das ist etwas Typisches, was Digitalisierung mit sich bringt. Das gilt für alle Fachkontexte. Digitalisierung bedeutet, dass jeder in der Lage ist, etwas Neues zu schaffen, mit seinem Vermögen aus seiner Fachdisziplin heraus ein neues Modell in der Geschäftswelt, aber auch in der Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu schaffen. Und um das zu tun, braucht es natürlich mehr Verantwortung für das, was ich mache, als es das in der Vergangenheit gab. Und es braucht auch, was heute auch vielfach angesprochen wurde, mehr Kooperation, mehr Zusammenarbeit. In der Vergangenheit war der Ingenieur in seinem Feld eindeutig der Führende. Er hat eine technische Lösung erdacht und sie zu Ende konstruiert und sie dann präsentiert und erklärt. Die Lösungen wurden bewundert und genutzt. Heute ist es so, dass ein Ingenieur genauso wie alle anderen viel mehr aus der Nutzerperspektive denken muss, also natürlich auch mit dem Nutzer sprechen muss. Und um mit dem Nutzer zu sprechen, braucht er die anderen Fachdisziplinen. Ein Ingenieur muss sich auseinandersetzen mit beispielsweise Designern. Er muss sich auseinandersetzen mit Psychologen. Denn wenn wir an intelligente Maschinen denken, vielleicht die allergrößte Herausforderung für Ingenieure, eine intelligente Maschine kann nicht nur technisch gedacht werden. Sie muss aus der Welt heraus gedacht werden. Also wir brauchen Austausch mit anderen Disziplinen. Das passiert sogar den Klimaforschern, die sehr gerne die Soziologen und auch andere Disziplinen mit dazu nehmen, weil sie wissen, dass sie die großen Herausforderungen gar nicht alleine stemmen können. Jetzt haben wir mal die Skills ein bisschen beschrieben und jetzt würde ich gerne sozusagen auf die Orte kommen, wo man das alles lernen kann. Herr Kerstan, die Hochschulen. Die Hochschulen haben einiges hinter sich, sie sind aber die tatsächlich direktesten Gestalter für die Art und Weise, wie Ingenieure ausgebildet werden. Was denken Sie, wie wird dieses Papier da aufgenommen? Ja, ich bin ja kein Zukunftsdeuter, ja. Aber ich glaube auch, das Papier ist ja in sich recht überzeugend. Und ich glaube auch, dass die Probleme eher weniger bei den fachlichen Kenntnissen und Wissensständen liegt, als eher in der Mentalität und in der Persönlichkeit. Ich denke mal, es werden die das positiv umsetzen, die immer die Veränderungen an den Universitäten machen und die sich gegen die Veränderung stellen, die werden das auch in den nächsten Jahren machen. Also ich bin daher bin ich auch durchaus optimistisch. Es gibt ja viele, auch jüngere Profs, die irgendwie neue Sachen in Unis machen wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Reaktion positiv ist. Die Frage ist, was dann wirklich daraus folgt. Und was Sie sagen, man muss mit denen, Sie müssen ja mit den Leuten arbeiten, die sozusagen zu Ihnen kommen, die auf dem Markt sind. Also man kann auch, es gibt ja dieses berühmte Bauernwort, ich kann nur mit den Ochsen arbeiten, die im Stall stehen. Ja, Sie müssen ja mit den Leuten arbeiten, die zu Ihnen kommen. Und genauso gilt das auch für die Universitäten. Also man kann nicht große Träume entwickeln, sondern man muss es immer mit den Menschen umsetzen, die da sind. In Schulen genauso. Die Lehrer, man kann viel lamentieren über Lehrer, man kann sie auch loben und so. Aber ohne die Lehrer wird das an den Schulen nicht klappen und ohne die Profs, die dann die stärkste Kraft sind an den Unis, wird es dann nicht klappen. Aber dass die Digitalisierung im Bereich des Maschinenbau und der Elektrotechnik stärker Einzug hält, da bin ich doch relativ optimistisch.
Vorhin war ja auch, ich glaube, Herr Spart hat es gesagt, nochmal Herr Bettenhausen angesprochen worden, dass er natürlich auch andere Hochschullehrer sozusagen Professoren sein sollten oder zumindest eine Durchmischung der Professorenschaft mit mehr Menschen erfolgen sollte, die eben vielleicht Industrieerfahrung hat als wichtigen Hintergrund. Das können Sie nur unterstreichen. Also ich habe in meiner Ausbildung etwa 50% Professoren gehabt, die einen grundsoliden industriellen Hintergrund hatten und ich habe das sehr genossen, weil ich von den rein akademischen Gewächsen die Grundlagen vermittelt bekommen habe und von denen, die richtige industrielle Erfahrung hatten, das, was dann tatsächlich auch draußen gebraucht wurde. Wenn ich mir, und das ist ein Gesprächsthema in unserem Kollegenkreis, jetzt auch mit Kollegen, die dann mal wieder an den Hochschulen zurückgegangen sind oder die sich von Anfang an auf eine Hochschulkarriere entschieden haben. Und ich bleibe jetzt mal nur bei den Ingenieurwissenschaften, bitte, ja, für die zu sprechen. Das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich heute noch an den Hochschulen vorfinde. Und dementsprechend werden die nachwachsenden Studenten in den Ingenieurwissenschaften von Leuten ausgebildet, die nur einen sehr beschränkten Erfahrungshintergrund in der industriellen Praxis haben. Und das merkt man an allem, was dort aus den Hochschulen rauskommt. Und in den Ländern, in denen das nicht so ist, weil die Durchgängigkeit auch der Systeme viel größer ist, da kommen die Studierenden dann auch mit einem weltweiten, knallharten Wettbewerbsvorteil in ihren Bewerbungsprozess rein. Und das ist etwas, bei dem wir uns mal auf die Ingenieurwissenschaften in unserem Fall beschränkt die Gedanken machen müssen. Wie gestalten wir es wieder attraktiv, dass die Leute, die es kennen, die es erfahren haben und die das weitergeben wollen an die nächste Generation, auch wieder einen interessanten, attraktiven Arbeitsplatz an den Hochschulen finden, damit sie dieser Aufgabe gerecht werden können. Heute ist das in der Mehrheit nicht der Fall. Mhm. Frau Riedmann-Trinidad, was heißt, wie erleben Sie das? Sie sind ja Hochschulrat, also dann könnte man ja vielleicht auch daraufhin ein bisschen hinwirken, oder? Also ich habe das Glück, dass ich an einer sehr jungen Hochschulrätin bin und ich glaube, alles das, was so gewünscht wird, dass es eine Zusammenarbeit gibt, das ist bei uns noch nicht das Problem, weil wir haben keine gewachsenen Strukturen und wir sehen eigentlich, was passieren kann, wenn über die einzelnen Facheinheiten hinweg plötzlich gemeinschaftliche Projekte tatsächlich passieren und was ich da für eine Dynamik erziele. Da haben wir einfach totales Glück, dass das keine gewachsenen Strukturen sind. Also ich kann nur sagen, man kann sich das mal angucken, wie es funktionieren könnte, wenn wir genau dieses Problem nicht haben. Aber wir haben das Problem nicht bei uns an der Hochschule. Also hat man Glück, wenn man an so eine Hochschule kommt und dort Ingenieurin oder Ingenieur werden möchte. Was sagen Sie denn, müsste sich aus Ihrer Sicht unbedingt an der Lehr-Lern-Kultur als erstes jetzt auch ändern? Also wenn man Lernen im Team, Projektlernen, Problem-Based Learning, was Sie ja vorhin auch geschildert haben, das kann man ja nicht einfach irgendwie so machen, noch on top. Also ich... Doch? Also ich glaube, das geht schon on top. Dafür muss man wahrscheinlich lernen, anders zu arbeiten, weil das ist auch ein Thema, das uns beschäftigt, weil witzigerweise das Thema, was wir an den Hochschulen sehen, das sehen wir auch in den Firmen. Und die Programme, die wir gestalten, Future Skills, sind ja für Menschen, die in der Arbeit stecken und die vielleicht auch schon 15 oder noch länger in der Firma sind. Und wir hatten es ja vorhin angesprochen, auch die müssen wir irgendwie fit machen und die müssen wir auf den Weg nehmen und die müssen wir eigentlich wandeln von einem Befehlsempfänger zu Menschen, die selbstbestimmt in einer digitalen Welt einfach Sachen selbst in die Hand nehmen. Und das ist auch keine einfache Aufgabe, aber sehr ähnlich haben wir eigentlich auch das Thema in den Hochschulen. Deswegen, glaube ich, kann man da ganz guten Transfer hinkriegen. Es ist total wichtig, dass man dass man lehrt an Konzepten, die eine Sinnhaftigkeit haben. Ja, also ich habe vorhin, haben Sie schon mal gesagt, es hat schon geholfen, dass es Professoren gab, die aus dem Fach oder aus der Praxis kommen. Also man sollte das nicht unterschätzen, was Erfahrung eigentlich für eine hohe Relevanz hat in der Lehre, aber auch Sinnhaftigkeit und Übertragbarkeit. Und es gibt inzwischen so viele Möglichkeiten, anders zu arbeiten und die Technologien auch tatsächlich zu nutzen, um sich einfach auch Freiräume, Selbstproduktivitätsfreiräume zu schaffen. Und auch das meines Erachtens ist ein Thema, was man auch in den Hochschulen lernen muss, den sinnvollen Umgang
mit Medien und mit Software, um sich diese Freiräume zu schaffen. Interessante, ähnliche Debatte gibt es ja gerade auch an den Schulen, Stichwort Quereinsteiger und so weiter. Also diese Welten sind sich sehr nah. An der Stelle vielleicht mal der Blick ins Publikum. Gibt es von Ihnen Anregungen, Fragen? Frau Riedmann, der Trinidad, ich muss Ihnen eins entführen. Vielleicht können Sie bitte netterweise sich schnell vorstellen und dann an die Dame dort hinten das Mikrofon weiter, oder den Herrn dort hinten, Entschuldigung, weitergeben. Michael Wulff, FH Aachen, Prorektor für Hochschulentwicklung. Ich stolper ein bisschen über diese Aussagen. Es ist keine Praxis da. Sie sollten dann eigentlich sagen, machen Sie die Universitäten dicht, weil bei den Fachhochschulen ist das so, oder bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften, die kommen gar nicht ohne Praxis da rein. Die werden aber nicht so bezahlt, dass es attraktiv genug ist. Und wenn ich mir das Papier angucke, ich finde das Papier super. Insbesondere was da hinterher rauskommt, das was gemacht werden soll. Man hätte es vor 40 Jahren machen sollen. Ich erinnere einfach so an Diskussionen, Kernkraftwerke, Verantwortung der Ingenieure, mal die soziale Kompetenz sehen. Von daher, wir reden da nicht über Zukunft. Das ist das, was heute gefordert wird. Und da geht es tatsächlich darum, wie bekomme ich das umgesetzt? Und an den Hochschulen ist das so, dass natürlich genau die das umsetzen sollen, die genau die Sachen bisher eigentlich noch nicht gehört haben. Und es ist keine Frage von Digitalisierung. Sondern das ist einfach eine Kompetenz, die haben wir eigentlich heute auch schon notwendig, egal ob es Digitalisierung gibt oder nicht, einfach um uns weiterentwickeln zu können und nicht mehr nur Technik zu sehen, nur die Einzelbereiche zu sehen. Das funktioniert einfach nicht mehr. Von daher ein überfälliges Papier und damit wäre jetzt eigentlich die Forderung, insbesondere an den VDI, Sie müssen sagen, alle müssen in die Fachhochschulen rein, weil da sind diejenigen, die einfach ist doch ganz klar, das sind diejenigen, wo sie einfach Praxis haben. Und da ist das auch so, dass insbesondere von den Fachhochschulen, die Innovation alleine reicht nicht aus. Sie müssen die Anwendungsfähigkeit finden, das heißt die Applikation. Und die Applikation kommen regelhaft nicht von den Universitäten, sondern von denen, die Innovationen der Universitäten aufgreifen und dann entsprechend weiterentwickeln. Also ein flammender Appell für das Studium an den Hochschulen. Sind ja keine Fachhochschulen mehr, heißen ja inzwischen anders. Vielen, vielen Dank für diese Anregung. Bitte. Hallo, mein Name ist Kim Launroth. Ich engagiere mich im Bitkom für ein Gestaltungswesen für Digitalisierung. Ich bin quasi Gasthörer hier. Und was ich in der Diskussion, was ich in der Diskussion mit Industriedesignern, Produktdesignern beobachte, ist, dass die sagen, dass für die Digitalisierung ein neues Material ist. Ich habe einen guten Kollegen, der sagt, Digitalisierung ist für ihn etwas wie Holz. Vielfältig einsetzbar, ganz spannend. Und wenn ich jetzt so die Vorstellung der Sprecher sehe, diese haben sich alle mit ihrem Fachgebiet vorgestellt, Maschinenbau, Elektrotechnik und so weiter. Und ich würde einfach mal die These in den Raum stellen, muss man nicht das Ingenieurwesen für Digitalisierung neu erfinden, wenn das nicht auch ein neues Material ist? Ist das nicht ein neuer, ein anderer Ingenieur? Und da würde mich mal Ihre Meinung interessieren. Holz kann auch brennen, fällt mir dabei gerade ein. Digitalisierung auch. Okay. Wollen Sie, warten Sie mal, vielleicht kommt ja noch eine Replik. Wer möchte antworten? Gerne kann ich dazu einen Satz sagen. Ja, das kann man so denken. Man kann es, wenn man es allerdings so denkt, muss man sicherlich die Frage stellen, ob wir nicht alle Fachdisziplinen über den Haufen werfen und sagen, Digitalisierung ist die Generaldisziplin und wir machen nichts anderes mehr. Also das, soweit würde ich tatsächlich nicht gehen, denn dann würden wir beispielsweise keine Maschinen mehr konstruieren. Also das, was mir in der ganzen Diskussion immer wieder auffällt, ist auch, dass ein bisschen vergessen wird bei der Digitalisierung, dass ganz grundlegende Dinge weiterhin gemacht werden müssen und auch gut sind, dass sie da sind. Also wenn wir einen Computer konstruieren, wenn wir ein Flugzeug konstruieren oder andere Geräte, dann geht es nicht immer nur darum, in digitalen Dimensionen zu denken. Also wir brauchen schon noch auch das Grundständige. Nochmal Nachschlag? Ja, ich wollte ihn ja nicht wegwerfen. Also neben den Maschinenbauer und den Elektriker würde ich ja einen Digitalingenieur daneben stellen.
der dann interdisziplinär mit den Leuten reden kann und sich dann gezielter damit beschäftigen kann. Also ich bin bei Ihnen, dass, also ich möchte kein Flugzeug von einem nicht ausgebildeten Maschinenbaumenschen gebaut sehen. Aber wenn Sie alle sagen, dass das eine so komplizierte Technologie ist, wäre meine Hypothese, dass man die Ausbildungsgänge damit eher überfordert und dann eher auf die Schnittstellenkompetenz setzt und ein separates Ingenieurs-Digitalisierungswesen daneben stellt, um sich dem zu widmen, mal so als These. Als Idee. Möchte jemand eine Frau Riedmann, die Trinidad möchte antworten? Und wenn Sie bitte dem Herrn hinter Ihnen das Mikrofon weitergeben. Ja, also ich würde auch gerne noch mal was dazu sagen, weil ich glaube, es ist total wichtig, dass wir die Fachlichkeit, die wir haben in einzelnen Bereichen, weiterhin gegeben haben und die sogar noch vertiefen. Und ich glaube, jeder Ingenieur muss aber lernen, nebendran noch sich vernetzen zu können und übersetzen zu können und mit anderen Branchen sprechen zu können. Ich glaube, sonst wird man einfach nur sozusagen einen Übersetzer dazwischen tun, der in der Lage ist, Menschen zu verbinden. Aber das sollte eines der Grundkenntnisse eigentlich werden von jedem einzelnen Ingenieur, dass er in der Lage ist. Eine Freundin von mir macht zum Beispiel Fashion Tech bei der Telekom, wurde am Anfang noch so ein bisschen belächelt als Mädchenthema. Aber inzwischen haben alle verstanden, ich brauche da Ingenieure, die sich um Kommunikation und in Stoffen kümmern, genauso gut wie Designer. Und nur wenn ich in der Lage bin, das zu verstehen, dass ich plötzlich ganz viele Kompetenzen an einen Tisch bringe, um Magic etwas ganz Neues zu machen, dann schaffe ich neue Lösungen. Und ich glaube, wir brauchen die Fachlichkeit und wir brauchen diese zusätzlichen Kompetenzen, damit wir diese Sachen zusammenschaffen. Sonst haben wir Kommunikationsingenieure, die die Lücke versuchen zu schließen. Sekunde, ich würde die Runde gerne noch mal kurz aufgreifen. Ganz kurz noch. Weil das ein bisschen so klingt, als ob wir die Dinge gar nicht hätten. Wenn Sie heute an eine TU Darmstadt oder ans MIT gucken, es gibt den Studiengang Computational Engineering, wo Sie all diese Dinge heute in der Kombination schon lernen können. Jetzt bin ich ein bisschen gebiased. Mein Junior hat sich dafür entschieden, der macht das nämlich gerade und der berichtet über alle Büros und Cons, die da drin stehen. Ist er zufrieden? Er ist ein bisschen verblüfft darüber, dass er, wenn er technische Mechanik für Maschinenbauer hören muss, gewisse Vereinfachungen machen soll, die aber nicht gültig sind, wenn er die macht für die Bauingenieure. Also er braucht da noch ein bisschen in Bezug auf die Studiengänge, aber das ist eine sehr persönliche Rückmeldung jetzt. Ja, die ist nicht unbedingt verallgemeinerbar. Der zweite Teil aber noch in der Ausführung auch, wenn wir von digitaler Transformation reden, wenn wir von Digitalisierung reden, dann benutzen wir häufig dieselbe Vokabel, haben aber einen völlig anderen Kontext dabei. Und für mich gibt es drei verschiedene Facetten, über die wir bei der Digitalisierung mal reden müssen. Das eine ist die Digitalisierung, die wir als Werkzeug einsetzen, wo wir mit Hilfe neuer Werkzeuge, die wir alle lernen müssen, einfach etwas anders machen, als wir es in der Vergangenheit getan haben. Den Entwurf von neuen Produkten einfach nur digital, nicht in Papier. Das zweite ist, dass wir tatsächlich mit Hilfe der Digitalisierung auch mal neue Produkte entstehen lassen können, die auf dieser Digitalisierung basieren, also etwas verkaufen, das auf dem digitalen Weg passiert. Und das dritte und für mich genauso wichtig ist, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln mit Hilfe der Digitalisierung. Und das sind in ihren Ausprägungen, in ihren Realisierungen drei völlig unterschiedliche Dinge. Wir benutzen nun mal aber nur eine Vokabel dafür. Und da müssten wir ein bisschen präziser auch in der öffentlichen Diskussion werden, welchen Aspekt wir jetzt gerade davon betonen wollen. Ich schacher hier gerade übrigens mit Herrn Gallenkemper, was unsere Zeit angeht, weil wir haben ein bisschen Delay, aber wir haben uns gerade auf 21 Uhr geeinigt. Ich hoffe, das passt allen. Und wir wollen ja anschließend dann vielleicht noch in einem Networking-Teil schön ein Bier oder ein Weinchen zusammen trinken und das Ganze noch weiter diskutieren. Jetzt aber Sie, Entschuldigung. Ja, bei 21 Uhr kann ich ja 20 Minuten reden, perfekt. Mein Name ist Stefan Schäfer, ich bin Professor für Automatisierungstechnik und industrielle Robotik an der Hochschule für Technik und Wirtschaft hier in Berlin. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Jetzt haben Sie hier ein wunderbares Thesenpapier entwickelt mit ganz, ganz vielen Forderungen. Das erinnert mich an meine Industrietätigkeit, 12 Jahre bei Siemens in Köln, von daher kenne ich den Laden ein bisschen. Und da haben wir mal zwei Fragen gestellt. Das eine, was wollt ihr haben? Ein wunderbares Thesenpapier. Auf der anderen Seite, was tut ihr dafür, dass wir das auch umsetzen können?
Was wollt ihr dafür zahlen? Daher meine ganz präzise, konkrete Frage an die Politik. Ich selber bin Laborleiter für verschiedene Labore, habe ein Etat von 4.500 Euro, habe keine wissenschaftlichen Mitarbeiter länger als ein Jahr befristet, finanziere mir sämtliche Mitarbeiter, Promoventen, alle aus Drittmittelprojekten. Das heißt, ich habe einen Investitionsbedarf von 500.000 im Jahr, die ich über Anträge finanzieren muss. Die Rahmenbedingungen sind katastrophal. Ich erlebe Studierende, die mit mangelhaften Deutschkenntnissen kommen, weil die letzten 8 Jahre so geschrieben haben, wie sie hören, können keine wissenschaftliche Ganz Publikation wichtiges lesen. Anderes Thema. Ja, nur die Voraussetzungen sind eben da. Jetzt finde ich hier wunderbares Thesenpapier vor, aber die Rahmenbedingungen, die fehlen mir. Auf der einen Seite reicht es nicht nur zu fordern, sondern jetzt erwarte ich von Ihnen, auch vom VDI, auch die Unterstützung. Was tun Sie? Welche Forderungen stellen Sie an die Politik, um auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, um diese ganzen Wünsche, die Sie hier formuliert haben, in dem Papier auch umzusetzen? Vielen Dank. So, now. Herr Kreulich, mögen Sie antworten oder wer möchte antworten? Thomas Kerstan. Ich würde gerne mal zwei Punkte nur nennen, die gar nichts kosten, die in die richtige Richtung gehen. Das eine ist, es hat Herr Simon gesagt, dieses Machen. Also das heißt, es wird bei uns zu viel theoretisiert und zu wenig gemacht. Ich meine, ich bin jetzt kein Experte für die Ausbildungsgänge. Ich habe nur meine Erfahrung und mit vielen gesprochen. Ich finde, dass die Mathematik, dass man sozusagen viel mehr machen sollte und sich die Mathematik sozusagen dazu im Laufe des Studiums sozusagen als nötiges Tool natürlich dazu holen sollte und nicht die Mathematik nutzen, um die Leute irgendwie aus dem Studium rauszuschmeißen. Die Abbrecherquoten sind ja gewaltig und ich glaube, dass man dadurch in Richtung Motivation Leute halten, auch interessante Leute halten und so einiges machen könnte. Es gibt einige Studiengänge, die so umgebaut sind, aber ich finde zu wenig. Der zweite Punkt ist, mehr Frauen werben. Ich würde sagen, neben der Interdisziplinarität ist auch die, das Wort finde ich blöd, aber ist immer so, das Diversity ein großes Thema in diesem Feld. Weil man sozusagen verschiedene Perspektiven auf die Probleme kriegt. Und es gibt, will ich jetzt nicht länger ausführen, es gibt vom CHE, also Zentrum für Hochschulentwicklung, eine ganz interessante Untersuchung, welche Studiengänge stärker von Frauen ergriffen werden. Das sind oft so Bindestrich-Studiengänge, also bei Informatik, zum Beispiel Medizininformatik. Und mit solchen relativ simplen Tricks, sage ich mal, könnte man andere Leute in die Ingenieurstudiengänge reinholen und würde dadurch ein interessanteres Spektrum abdecken. Ja, Herr Kreulich, und dann müssen wir ihm unbedingt eine Antwort geben, ja, natürlich Genau, ne? Das wollte ich jetzt. Wunderbar. Erstmal vielen Dank dafür, dass Sie jetzt die Frage überhaupt hier aufbringen. Was ist jetzt zu tun? Das ist ja tatsächlich das Allerwichtigste. Wie geht es jetzt weiter und was können wir politisch fordern? Was kann politisch umgesetzt werden? Ist Herr Schipanski noch da? Leider. Er wusste, dass diese Frage kam. Er kommt wieder. Aber ich wollte ihm eigentlich was ganz Freundliches sagen, nämlich, dass wir als Ingenieure jetzt dringend Juristen benötigen. Wir brauchen ganz dringend Juristen, um unsere Rahmenbedingungen an Hochschulen zu ändern. Es gibt einige Verordnungen an unseren Hochschulen, die passen einfach nicht zu der Umgestaltung, die wir angehen wollen. Es gibt beispielsweise die Lehrverpflichtungsverordnungen. Diejenigen, die jetzt nicht so damit vertraut sind, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis, in der Lehrverpflichtungsverordnung wird festgelegt, was ein Professor abrechnen kann im Rahmen seiner Arbeitsleistung als Lehrender oder als Lehrende und was eben nicht geht. Und wenn wir wollen, dass die Professoren und Professorinnen in Zukunft die Lehre umgestalten, auf Problem-Based Learning umstellen oder auch die Optionen der Digitalisierung nutzen, um Studierende, die global unterwegs sind, zu integrieren und damit also mehr online vielleicht aktiv sind als in der Präsenzlehre und andere Themen, dann müssen wir diesen Lehrenden auch die Möglichkeit dazu geben, das zu tun. Das ist heute ganz, ganz schwierig. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man nicht selber drin ist in einer Hochschule, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen das quasi verhindern. Das kann man freiwillig machen, aber man kann es nicht im großen Maßstab im Rahmen seiner Verpflichtungen tun. Mhm. Und eine andere Verordnung, die dringend geändert werden sollte, die Kapazitätsverordnung.
Die Kapazitätsverordnung, die ist dafür ausschlaggebend, wie viel finanzielle Mittel kommen an welche Hochschule. Und diese Kapazitätsverordnung beruht ausschließlich auf den Anfängerzahlen der Studierenden, auf nichts anderem. Also es geht da nicht darum, wie gut wir das machen. Es geht da auch nicht darum, mit welchen Methoden wir etwas machen. Es geht auch nicht darum, ob wir mit der Industrie zusammenarbeiten. Es geht ausschließlich darum, wie viele Studierende nehmen wir auf. Und wenn sich dann jemand wundert, dass die Abbrecherquoten hoch sind, dann kann ich mich nur wundern. Also diese Rahmenbedingungen müssen wir ändern, um hier tatsächlich noch innovativer zu werden. Ein letzter Satz. Ich finde, die Hochschulen haben in den letzten Jahren trotz dieser widrigen Rahmenbedingungen Immenses geleistet. Und das liegt an dem Engagement, an der Freude, an der Lust auf Veränderung, die Professoren und Professorinnen typischerweise mitbringen. Das bedeutet, wir geben jetzt erstmal für alle, die sich aufgemacht haben, einen dicken, motivierenden Applaus mit, weil so schnell wird sich vielleicht an den von Ihnen angesprochenen gesetzlichen Rahmen nichts ändern. Also für alle, die innovativ sind, die kriegen von uns jetzt einen Applaus, würde ich sagen. Und Frau Benning hat kräftig mitgeschrieben. Frau Benning, es kommen einige Wünsche sozusagen an die Politik jetzt, die helfen könnten, um eben die Ingenieurausbildung zu, wie soll ich mal sagen, innovieren, sie weiter zu betreiben. Was können Sie antworten? Ach Gott, das kann man im Ansatz ja auch gar nicht sagen. Aber ich bin sehr dankbar für diese Veranstaltung und muss ganz deutlich sagen, die Digitalisierung, so wie Sie es eben auch erläutert haben, in diesen mindestens drei verschieden zu deutenden Auswirkungen, bewegt ja sehr viel. Mhm. Und in der Politik kommt das natürlich zum Glück auch wohl an. Sie kennen natürlich auch die unterschiedlichen Zuständigkeiten im Föderalismus. Morgen wird das Grundgesetz geändert, um einiges auf den Weg zu bringen. Aber um jetzt nochmal auf die Juristen zu kommen, muss ich sagen, ich bin ja nun auch ein Ingenieur und sage immer, wir brauchen proaktive Juristen und keine Verhinderungsjuristen. Das habe ich Tankred Schipanski auch schon mehrfach gesagt und wir stellen das ja an verschiedenen Stellen fest, dass wir einiges verändern müssen. Diese Digitalisierung, jetzt mal als Wort einfach benutzt, verändert sehr viel und da müssen wir uns auch anpassen als Menschen, aber auch die Verordnungen müssen sich anpassen. Von daher setze ich darauf, dass genug Druck auch da ist, dass auch schlussendlich die Kollegen, die jetzt alle im Parlament sitzen, weil wir noch bis morgen früh Sitzung haben werden, dass das ankommt. Zu den Verordnungen kann ich nur sagen, also an der Kapazitätsverordnung ist man ja wirklich intensiv dran, denn das kann ich nur sagen, ich noch nicht seit 50 Jahren, aber ich kann nur sagen, dass die Erkenntnis ja da ist, dass es nicht darum geht, wie viel in die Hochschulen reinkommt, sondern was aus den Hochschulen rauskommt. Wir haben dieses Thema der akademischen, der beruflichen Bildung natürlich auch sehr stark. Ingenieure sind auch in diesem Spannungsfeld und es gibt eine Menge zu tun. Sie haben das hier alle auf hervorragende Weise eigentlich auf den Punkt gebracht und natürlich müssen diese Dinge, ihr Papier ist deutlich mehr als Papier, sondern es ist wirklich gesammelte Gedanken und ich hoffe, dass es wirklich Eingang findet, vor allen Dingen bei den Hochschulen. Die Hochschulen sollten sich nicht miteinander auseinandersetzen, wer was am besten macht, sondern welchen Weg man beschreitet, damit wir wirklich unsere Kräfte auch im Land in Deutschland halten können und dort auch exzellente Forschung und Umsetzung machen können. Ich selber bin Berichterstatterin fürs Deutschlandstipendium, wo ja der andere Part der Finanzierung nicht die Bundesrepublik Deutschland ist, sondern der andere Teil sind Unternehmen. Und an den Hochschulen, an denen dieses Stipendium auch vergeben wird, das sind mittlerweile fast alle, findet ja auch viel mehr Kooperation mit den Unternehmen statt. Und das macht auch ganz großen Sinn, um eben auch die Sinnhaftigkeit von bestimmten Dingen etwas früher den Studierenden nahezubringen, vielleicht auch den Eltern. Mhm. Also es gibt ganz viele Wege und Sie haben heute auch noch ganz viele interessante Punkte benannt. Vielen Dank, Frau Benning, dass Sie bei uns sind. Und ja, die Politik ist natürlich auch gefordert, weil bestimmte Rahmenbedingungen können ja nur Sie verändern. Insofern sind wir mal gespannt, was da jetzt kommt. Herr Bettenhausen, gleich. Wollen Sie darauf jetzt sofort reagieren, auf das, was Frau Benning gesagt hat, oder haben Sie noch was anderes, was Sie loswerden wollen? Ja, schon in dieser Richtung nochmal. Was können wir denn machen, die wir erstens an dem Thema Interesse haben und die wir zweitens dazu beitragen wollen, dass das besser wird? Und da dürfen wir uns eine Frage vielleicht auch mal stellen. Wir sind ja alle so an der Digitalisierung interessiert, sonst wären wir heute nicht hier. Was macht Digitalisierung erfolgreich? Geschwindigkeit und Skalierung. Was machen wir denn hier gerade?
Wir reden ja durchaus in einigen Punkten auch über die drei Sätze, die uns nicht gefallen an dem Papier. Das klang so in einigen Bereichen an. Wir gucken mal, ob wir jetzt zu 80% oder zu 85% übereinstimmen. Wenn wir nur von der Digitalisierung lernen wollen, dann können wir alle hier rausgehen, können das Papier mal nehmen und sagen, im Großen und Ganzen passt das für uns und diese Punkte, die da drin sind, vertreten. Und wenn wir das tun und wenn andere Multiplikatoren das auch tun, dann wird sich da auch was bewegen. Das ist der Weg, der in der Regel eher in Nordamerika gegangen wird als im Rest der Welt. Wenn wir hier anfangen, schon wieder in unserem Mikrokosmos zu differenzieren, welche 5% oder 15% uns davon nicht gefallen, dann werden wir keine Wirkung entfalten. Und da müssen wir uns mal alle an die eigene Nase fassen. Wollen wir uns jetzt in den 5% oder 15% selbst verwirklichen? Oder sagen wir mal im Sinne des großen Ganzen, Leute, gebt Gas, das macht Sinn, verbreitet das mal und tragt die Botschaft raus. Und da sage ich Ihnen nach 7 Jahren USA, ich bin für die zweite Runde. Die macht nämlich deutlich mehr Spaß und sie hat eine Menge positive Energie, die sie freisetzt, anstelle zu verhindern. Also Sie meinen, yes, we can. Ich würde an der Stelle ganz gern, ich habe wieder ein bisschen auf die Uhr geschielt und die Zeit rennt einfach ganz schnell weg, aber das ist ja auch ein ganz positives Zeichen, noch zwei junge Leute gerne zu Wort kommen lassen, die aus dem studentischen Umfeld bei uns sind, weil das ist schließlich die Gruppe, um die es hier geht. David Seck ist da, der auch für den VDI als Student an der TU Berlin aktiv ist, ist das richtig? Herr Seck, ich gebe Ihnen einfach jetzt das Mikrofon und ich vertraue Ihnen, dass Sie jetzt nicht 15 Minuten sprechen. Ich werde mir alle Mühe geben. Also ich möchte anfangen mit der hier zu meiner linken Seite angesprochenen Motivation. Also ich will gar nicht abstreiten, dass es weniger Motivation unter den Studierenden gibt, aber wenn solche Leute wie Herr Simon uns Studierenden berichten, dass Data Scientists sich im Internet weiterbilden und dass bei Microsoft nach einem gewissen Mindset eingestellt wird, dann frage ich mich persönlich, ist das Studium nur noch ein Zertifikat oder ist es wirklich berufsqualifizierend am Ende? Und ich denke, Herr Spart hat das eben angesprochen, Studenten fangen immer mehr an, eigenverantwortlich zu lernen. Und ich sehe da die Universitäten in der Pflicht, Methodiken beizubringen, wie man eigenverantwortlich lernen kann, weil Herr Spart hat auch gesagt, was in den nächsten 5 oder 10 oder 15 Jahren kommt, das sind super interessante Themen, aber genauso wie beim iPhone kann man das nicht voraussagen und es erfordert einfach Qualifizierung, die man heute noch nicht ausbilden kann und deshalb muss sich jeder selber weiterbilden können und vielleicht gibt es da Methodiken, die Universitäten einem nahelegen können, seinen eigenen Weg zu gehen und deshalb fand ich die Idee von Herrn Simon, der uns ja via Skype zugeschaltet war, gar nicht so schlecht, dass Universitäten einen Verlauf auch wirklich, einen Studienverlauf, aber auch einen beruflichen Verlauf begleiten und den Studenten so eine gewisse Tendenz oder Wirkungsweise geben und einfach die nötigen Methoden, die natürlich auch von der Digitalisierung dann wiederum und dem Internet und den Open Online Courses und was es nicht alles gibt, zur Verfügung gestellt werden, einfach beibringen oder zumindest die Freiheit gestalten, sich während des Studiums damit zu beschäftigen, weil so ein Studium ist natürlich schon sehr einschränkend und da bleibt nicht viel Freiheit, sich darüber hinaus noch mit den ganzen Sachen zu beschäftigen. Mhm. Und das ist mein Punkt. Vielen Dank. Wir danken Ihnen ganz herzlich für den studentischen Blick. Eine Frage noch, macht es noch Spaß, das Studium? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade eben meine Bachelorarbeit verteidigt und ich brenne für das Thema. Also ich hatte ein halbes Jahr Zeit, mich im Unternehmen mit dem Thema zu befassen, wo ich richtig hinterstand und was ich super fand. Und die Präsentation war einfach total toll, weil ich hinter dem Thema stand, aber das Thema habe ich mir selber gesucht und konnte mich dann selber da auch hineinarbeiten. Mhm. Und das finde ich gut. Das hören wir super gerne. Vielen, vielen Dank, Herr Seck. Weiterhin viel Erfolg. Ich nehme mal an, der Master wird dran gemacht. So, ja, kleinen Moment. Wir haben noch eine Wortmeldung hier. Vielen Dank. Manuel Dolderer von der Code University hier in Berlin. Ich finde mich so wunderbar in allen diesen Forderungen wieder, die in diesem Papier drinstehen, kann gleichzeitig, weil ich auch viel im Dialog bin mit staatlichen Hochschulen, die Probleme mit Kapazitätsverordnung und so weiter verstehen, genauso wie den Mangel an Ausstattung. Ich möchte mich wirklich nochmal auf der einen Seite dafür stark machen, dass tatsächlich die Politik sich hier, die Hochschulpolitik sich ihrer Verantwortung stellt, Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, weil ich glaube, wir haben die Leute an den Hochschulen, die was verändern wollen, die das aufgreifen wollen, aber sie können es halt nur in gewissen Rahmen. Und gleichzeitig möchte ich sehr deutlich nochmal unterstreichen, was Herr Bettenhausen gesagt hat,
wir müssen, oder ich glaube auch Herr Kerstan, wir müssen ins Machen kommen. Wir haben einfach gemacht, wir haben eine kleine Hochschule gegründet. Ich würde mich gerne als Modellhochschule des VDI bewerben, weil ich glaube, wir haben ganz viel zumindest schon gedanklich umgesetzt von dem, was da an Forderungen drinsteht. Ich lade Sie alle herzlich ein, uns kritisch zu beleuchten und mit uns in einen kritischen Diskurs darüber zu treten, wie man das vielleicht auch an anderen Hochschulen umsetzen kann. Wunderbar. Schöner kann es nicht sein. Danke. Ja, wir müssen leider zum Ende kommen und deswegen, ich beende in der Regel Podiumsdiskussionen mit Wünschen. Und ich würde Sie bitten, einen Wunsch für die Ingenieurausbildung in Deutschland zu formulieren, einen ganz kurzen. Frau Riedmann de Trinidad. Der kurze, okay. Ich würde einfach sagen, dass wir ganz pragmatisch starten und das nicht mehr lange diskutieren. Ich wünsche mir, dass Lehrende und Lernende mit Begeisterung dabei sind und die Neugier lebenslang nie verlieren. Dann wird da auch was draus. Wenn es nur kurz ist, würde ich sagen, weil es auch ein Schlüssel für viele andere Sachen ist, mehr Ingenieurinnen ausbilden. Ich wünsche mir etwas, was noch nicht zur Sprache kam, dass Unternehmen noch mehr mitmachen bei Hochschulen. Wir haben sie längst eingeladen. Wir wollen sie als Lehrbeauftragte, wir wollen sie als Begleiter für unsere Abschlussarbeiten, wir wollen sie im Praxissemester dabei haben. Kommen Sie einfach, machen Sie mit, rufen Sie nicht nach der Praxis, bringen Sie die Praxis in die Hochschulen rein. Die Politik der offenen Arme, und ich wünsche mir, dass wir diese wunderbare Diskussion und den parlamentarischen Abend in einen jetzt, sagen wir mal, kulinarisch leichten Abend ausklinken lassen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und würde Ihnen gerne einen nächsten Termin noch mitgeben wollen. Der 28. November ist ein Termin. Haben wir das da oben? Da oben ist es schon. Save the date, genau. Der parlamentarische Abend zum wichtigen Thema, was heute ganz oft angesprochen worden ist, KI. Der findet im FAZ-Atrium, auch hier in dieser wunderschönen Hauptstadt statt. Ich danke ganz herzlich dem Podium und ich denke, alle vier bekommen nochmal einen dicken Applaus von Ihnen. Ja, und dann wollen wir mal hoffen, dass dieses Papier irgendwann anfängt zu leben und wunderbare Innovationen für Deutschland, für Smart Germany erreicht. Danke Ihnen, schönen Abend noch.